Gibt es eigentlich nur diese Audioguides oder bieten Sie auch Führungen an mit Menschen? Genau, wir bieten auch Führungen an, eher dann für Schulklassen oder sowas, weil für die meisten Menschen hat sich der Audioguide bewährt, dann kann man es noch ein zweites Mal anhören und man kann auch nochmal einen Bereich überspringen oder so. Für Klassen oder Gruppen bieten wir auch die richtigen Führungen mit Menschen an. Ich bin aber der Meinung, dass es im Audioguide wirklich besser hängen bleibt, weil wir den optimieren konnten auf jedes Komma und jeden Satz. Dafür können wir natürlich beim Individuellen mehr darauf eingehen, wenn noch Fragen sind. Das heißt, das ist immer so eine Frage, wie rum man das macht. Und schlichtweg, die persönlichen Führungen sind deutlich aufwendiger für uns. Das heißt, das ist auch so ein Punkt. Und man kann nur eine Führung gleichzeitig machen, weil man sonst die nächste Gruppe stört, während der Audioguide eben in 10 Sprachen parallel für alle Leute laufen kann. Das heißt, für normalen Besucher, denke ich, ist der Audioguide wirklich die beste Wahl. Und der ist ja auch im Preis dabei. Also wir machen ja kein Museum, wo man einen Audioguide braucht und den dann extra bezahlen soll, sondern den hat man eh dabei und dann ist das eine runde Sache. Apropos Preis, was kostet es hier bei Ihnen? Erraten Sie mal. 800 Jahre Berlin-Geschichte, Audioguide dabei, Filme, Originale. Was wäre ein angemessener Preis? 8 Euro? Viel zu teuer, 5. Mhm. Wo ich denke, haben wir es richtig gemacht? Sie haben 60% zu hoch geschätzt. Da denke ich, haben wir es gut gemacht. Also 5 Euro, würde ich sagen, ist in Berlin konkurrenzlos. Und die Kinder kommen für 4 rein. Und wann ist geöffnet? Ab morgen, 1. April. Ja, ab 1. April haben wir hier geöffnet. Montag, ja. Ab dem 1. April haben wir hier geöffnet, dann Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag 12 bis 20. Hier steckt viel Handarbeit drin, Herr Lenze. Definitiv. Der Künstler, der das Modell gebaut hat, hat alle Details aus den Bauakten studiert. Wie das Brandenburger Tor aussieht, kann man ja heute noch sehen, oder die Schlossfassade auf Postkarten. Aber er hat wirklich jeden Hinterhof und jeden Balkon originalgetreu gemacht. Und da, wo es die Bauakten nicht mehr gab oder nicht in zureichender Form, werden die Häuser einfach weggelassen. Es waren einfach ausgeschnitten aus Papier, Pappe? Genau, also das Werkzeug waren Bögen aus Pappe. In einer Farbe auch nur. Alles, was eine andere Farbe hat, ist mit so einer Wassertusche angemalt. Und dann sehr spitze Bleistifte, Lineale und Lineale, mit denen man Bögen malen kann. Und das war's. Und damit ist das Ding hier einfach auf einem kleinen Tisch Stück für Stück entstanden. Als Auftragsarbeit? Nein, aus Passion. Der Herr war Rentner und konnte es einfach. Das grenzt ja auch den Bereich der Leute sehr ein. Und der hat dann einen kleinen Teil davon gebaut, kam zu Recherchen in den Buchladen, hat dann Spaß dran gehabt, dass es dort zum Teil ausgestellt wurde. Also um sich da Baupläne auch zu holen? Genau, oder wie? Um zu sehen, also um zu gucken, wo es noch Fassadenansichten gibt von Gebäuden, die ihm fehlen. Und in den Bauakten steht dann ja auch nicht drin, wie welcher Balkon begrünt war oder ob noch ein Baum im Hof stand oder so. Und das findet man zum Teil dann auf alten Aufnahmen. Und dann hat er dort einfach in der Woche recherchiert und am Wochenende im Laden gesessen an einem Tisch und gebaut, während ihm Leute zuschauen und Fragen stellen konnten. Und dann ist das Modell Stück für Stück gewachsen. Man sieht es ja zum Teil auch hier, wie hier diese einzelnen Platten aus Pappe aneinander hängen. Und dann hat er immer so einzelne Platten gebaut und die dann zusammengesetzt. Und das zeigt jetzt den Stand von? Ungefähr 1806. Und da haben wir eben vom Brandenburger Tor bis zum Stadtschloss alles drauf. Ich finde es immer wieder spannend, wie ähnlich es dem heutigen Berlin noch sieht. Auf den ersten Blick würde man sagen, das ist aktuell. Dann sieht man aber, das Adlon hat eine Etage weniger. Die Räume waren damals höher. Die Kommandantur ist heute hinten ein Glasbau von Bertelsmann. Und die Fassade vorne ist nur noch ähnlich. Und das Stadtschloss, was demnächst kommt, hat auf den ersten Blick Ähnlichkeiten. Aber es fehlt zum Beispiel der alte historische Teil hier. Den würde man ja so nicht mehr nachbauen in einem heutigen Architekturbüro. Das heißt also, es sind Details, die sich geändert haben und Gebäude, die weg waren und wiederkommen. Aber im Großen und Ganzen ist so das Wesen von unter den Linden erhalten geblieben. Und wie lange, sagten Sie, hat er daran gearbeitet? 5 Jahre, also deutlich weniger als andere an einem Flughafen. Ja, und jetzt können Sie ihn noch mal von außen sehen, den Bunker in der Schöneberger Straße mit dem Berlin-Story-Museum. Geöffnet ist, wie gesagt, morgen ab 10 Uhr und der Eintritt kostet 5 Euro. Tja, und das war's von uns. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.